Moin, moin, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier im ATS. Und vielleicht habt ihr es in der letzten Folge schon gesehen. Im neuen Montana DLC. Ja, ich habe mir das DLC geholt und habe auch schon echt seit Mai drauf gewartet. Endlich ist es da. Es funktioniert tatsächlich auch mit Pro-Mods, was ich super mega geil finde. Und ja. Biege nach links ab. Vielleicht habt ihr im letzten Teil schon gesehen, ich bin dabei und fahre bei dem Event mit. Ah, das ist ein Event, was von SCS mit Kooperation World of Trucks, das ist da, wo ihr die externen Aufträge generieren könnt, findet das statt, ist ein Community-Event, da sind alle Spieler von ATS gefragt, also auch du, wenn du es hast, geht hier drum, in Montana 12 Lieferungen in den 12 Städten zu fahren, von einer Stadt zu einer Stadt oder auch von außerhalb eben in eine Stadt von Montana rein. Das ist egal. Letzte Folge haben wir unseren ersten Auftrag erfolgreich abgeschlossen und den ersten von 12 Fahrten damit machen können. Hatten ungefähr 400 Kilometer auf der Uhr. Jetzt haben wir einen Auftrag mit 250 Kilometern. Wir müssen über 161 Kilometer eine Tour haben, damit der Auftrag zählt. Gut. Und ihr seht, ich gebe Gas. Wir sind voll dabei. Wir sind voll drinne. Wir sind voll in Montana. Unheimlich viel Ackerland, unheimlich viel Weideflächen. Auch schon im letzten Teil haben wir uns das angeguckt. Jetzt fahren wir tatsächlich Landtechnikmaterial. Oh, wir müssen zur Waage. Okay. Wo ist die? Hier rechts. Okay. Ja, wir fahren jetzt hier rechts auf die Waage. Die kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Genau, Kreisverkehr. Muss ich raus. Und zwar hier rum. Ich muss auf die Waage fahren, sonst zahle ich Strafe. Das ist einfach so. So. Ja, Landtechnik, Material, Flüge fahren wir. Mit dem kleinen Auflieger. Alles klar. Weil unsere Zugmaschine beschädigt ist, kriegen wir eine Strafe rein. Ist halt wie es ist. Flüge fahren. Genau, so, da war ich stehen geblieben. Ich bin immer noch so ein bisschen über diese Strafe verdutzt. Aber ja, ist irgendwo gerechtfertigt. Ja? Oh, ich habe die Ampel übersehen.
Ja, wie kannst du die Ampel übersehen? Ja, bla bla bla. Tanken müssen wir noch. Irgendwo. Oh, wir sind viel zu schnell. Heiz hier voll durch die City, ey. Bleiben Sie immer geradeaus. Ach, schon wieder rot. Immer geradeaus. Jetzt reicht's aber. Ja, okay. Sorry, Leute. Rechts halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Die Ampel habe ich aber gesehen. Ja, ihr seht das hier. Kleiner Auflieger, Drehschimmel hinten dran. Ist, ich kann es gut fahren. Jeweils nur einen Flug oben drauf. Okay. Hätten wir in Deutschland mit einem Tiefbett gemacht, sehr eng zusammengestellt. Hätten wir 5 oder 6 mitnehmen können. Links halten, naja. Und dann links abbiegen. In den USA hat man halt Platz. Biege nach links ab. Im Rot, ne? Ich sehe das so schlecht. Ja. Ah, jetzt stehen wir wieder mit dem halben Hintern. Auf einer anderen Fahrbahn, ne? Das geht noch gerade so. Ich kann nicht fahren, Digga. Ich bin nur noch rot. Noch ist rot, jetzt ist es grün. Jetzt können wir fahren. Oh, he's waiting for me, thanks. Ich habe schon so ein leichtes Gefühl, dass wir immer gerade von den Lenk- und Ruhezeiten ein Problem kriegen werden. Ich komme nämlich jetzt so langsam an die 10 Stunden ran und generell müssten wir jetzt noch 2 Stunden fahren. Blinkt. Why? Ach so. Wegen der Verengung hier. Das ist ja niedlich. Okay. Ich glaube, wir können auch schon mal ein bisschen Uhr. Ich habe jetzt Licht angemacht. Ein bisschen können wir noch. Immer geradeaus. Diese untergehenden Sonne sieht man so gut wie kaum was manchmal. Das ist schon echt brutal. Immer geradeaus. Und dann rechts abbiegen.
Was ist das wieder für eine Notbremsung? Biege nach rechts ab. Boah, hier ist warm. So 130 Kilometer haben wir noch. Biege nach links ab. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Nächsten Parkplatz werden wir uns suchen und dann werden wir da anhalten. Mal eben kurz checken. Wir müssen abgeben. Okay. 106 Kilometer noch. Alles wird halt dunkel, ne? Da kommt eine Tankstelle. Da werden wir jetzt tanken. Müssen wir voll machen, aber nicht drumherum. Okay, da steht eine Dame. Vielleicht auch eine Fahrerin, man weiß es nicht. So, wir haben jetzt hier vom Prinzip her einen Parkplatz, wo wir uns hinstellen können. Und nur das Geschoss ist extrem lang, ne? So. Dann stellen wir uns hier hin und machen eine kleine Ruhepause. Habt ihr wirklich gedacht, ich mache jetzt einen zweiten Part davon? Ne, Leute. Falsch gedacht. Gut. So spät abends kann man auch nicht bei jedem Kunden etwas abliefern. Ne? Das darf man eben auch nicht vergessen. Und ich denke, das haben wir so weit ganz richtig gemacht, dass wir jetzt gesagt haben,
Alles klar. Kurz vorm Abliefern übernachten wir eben und können nächsten Tag die Ware beim Kunden abgeben. Immer geradeaus. Oh. Oh. Ja, habe ich aber noch mal einen Anker geworfen. Kleines Hubkonzert zwischen mir und dem Zug, der da drüben übrigens fährt. Ganz interessant. In den USA finde ich diese Doppelstockwagen für einen Container. Das werdet ihr in Deutschland nicht sehen. Es gibt, glaube ich, keine Eisenbahnbrücke, das aushalten würde, geschweige denn von der Höhe her, ne? Okay. Ich glaube, der Zug hat sich gerade wegteleportiert. Schade. Ja, Wiesen, Felder, Farmen. Vorausschauen, fahren. Überall. Also Montana ist hier im Westen ganz stark auf Landwirtschaft ausgelegt. Viehhaltung. Würde ich jetzt echt mal so behaupten. Ja. Wir haben noch nicht viele Felder gesehen. Da ist übrigens der Zug wieder. Viele Felder gesehen, wo jetzt Weizen oder Gerste oder sowas draufsteht oder Mais. So Leute, Biege nach wir haben links es ab. geschafft. Der Auftrag ist Es ist vorbei. abgeliefert. Und hier oben seht ihr es. 2 von 12. Wir haben es geschafft. Geil. Ah, ist der zweite Auftrag. Ich hoffe, ihr wollt mehr davon sehen. Dann geht das nur, indem ihr ordentlich mich anfeuert. Ich habe Bock, mit euch das Event zu Ende zu machen. Und ich hoffe, ihr auch. Würde ich sagen, in diesem Sinne, haut rein, macht es gut, bleibt gesund.
Ich bin für heute raus. Euer Don. Ciao. Ciao. So. Tschüss.